Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Equine Stories. Heute treffen wir Kato. Er ist ein 7-jähriger Hannoveraner und dank seiner neuen Besitzerin Sophie kann er jetzt 2-mal im Jahr Geburtstag feiern. Warum das so ist und wie Pferdetrainer Luke Teunissen den beiden helfen konnte, das erfahrt ihr in diesem Video. Und ganz nebenbei könnt ihr vielleicht auch eine Kleinigkeit für euch selbst lernen. Viel Spaß! Den Kato kenne ich, seitdem er Fohlen ist, seitdem er 3 Tage ist, weil er auf dem Stall geboren wurde, in dem ich auch reite. Und dann habe ich seine Laufbahn so ein bisschen mitbekommen, wie er groß wurde, was mit ihm gemacht wurde, wie er gehalten wurde. Und habe auch ab und zu ein bisschen was mit ihm gemacht, in der Halle laufen lassen oder mal rausgebracht. Ja, bis es sich dann im Prinzip so entwickelt hat, dass er mit 3 oder 4 unter den Sattel sollte. Und ihm das alles nicht so gepasst hat, wie das vorgesehen war. Ihm das teilweise ein bisschen zu schnell ging und er einfach niemanden mehr draufgelassen hat und es auch teilweise wirklich gefährlich wurde. Dann hat man vermutet, dass er eine Krankheit entwickelt hat und diese Krankheit sollte dann auch irgendwann gefährlich sein für den Reiter, weshalb dann irgendwann der Entschluss feststand, dass er weg soll. Und ich habe mich dann dazu bereit erklärt, zu gucken, was er für einen Weg gehen kann oder möchte und habe ihn dann übernommen im August 2020. Es war eine Überraschungstüte, ich wusste nicht, was bei rauskommt. Das war einfach das Risiko und das bin ich eingegangen und das wollte ich auch eingehen, weil er mir einfach am Herzen liegt. Denn eigentlich sollte Kato geschlachtet werden, weil er als nicht reitbar galt. Durch den Einsatz von Sophie hat er jetzt eine zweite Chance bekommen und soll mit Luke gemeinsam den Weg in ein entspanntes Reitpferdeleben finden. Der Kato ist letztes Jahr zu mir gekommen mit der Geschichte, dass der ein Headshaker war, körperlich auch einige Probleme hatte, nicht reitbar. Die haben ein paar Mal versucht, die anzureiten und die Frage an mich war, ob man da überhaupt noch was mit anfangen sollte. Dann ist er danach zu mir gekommen, weil die Sophie sich entschieden hat, die direkt zu mir ins Training zu bringen. Und dann haben wir ganz vom Boden angefangen. Der war nie groß draußen oder war eigentlich nie draußen. So rein rausstellen ist er zitternd auf 4 Beine, ist er eigentlich hin und her zum Paddock. Wenn er auf dem Paddock war, wusste er nicht, was er mit sich anfangen sollte und ist wie eine Irre hin und her. Alltägliche Situationen, die normal sind für jedes anderes Pferd, war für ihn was Besonderes und Stress und schwierig für ihn. Erst war es mal wichtig, dass wir mit ihm auf dem Hof normal von A nach B kommen, dass er die alltägliche Situation kennenlernt und dass er sich auch okay damit fühlt. Dann, wo es mehr und mehr Richtung Anreite ging, kam natürlich auch das körperliche Aspekt mit ins Bild. Da haben wir auch Therapeuten mit ins Boot geholt, weil er halt wegen seinem Stress sich so extrem festgemacht hat. So mussten wir erstmal dafür sorgen, dass er auch körperlich anständig aufgebaut wird und in der Lage ist, einen Reiter überhaupt zu tragen. Wo das dann mehr und mehr der Fall war, haben wir angefangen wie mit jedes rohes Pferd in kleine Schritte. Mit ihm, es war halt immer krass, es war immer heftig und spannig und stressig und wir haben solche kleine Schritte gemacht und es waren Kleinigkeiten wie, wo ich an der Lunge drauf saß und ihm erstes Mal mit einer Hand vorsichtig so gestreichelt habe und da hat meine Hand berührt und ist erstmal wieder durchgegangen, weil er sich erschrocken hat, weil ich ihm da kurz streicheln wollte. So die ganze alltägliche Situation waren heftig für ihn. Aber Schritt für Schritt sind wir da mega vorangekommen. Also ich habe ihn ja hoppla die hopp quasi da übernommen und bin seit Januar das erste Mal dann quasi auf ihm drauf gewesen. Ich wusste nicht, dass es jemals möglich ist. Also das war unglaublich, vor allem nach diesen ganzen unschönen Situationen für Reiter und ihn. Ich bin Kato. Aber es ist jetzt erst seit ein paar Wochen im Prinzip angekommen, dass es wirklich mein Pferd ist und es ist unglaublich toll zu sehen, wie er sich entwickelt und wie wohl er sich fühlt und wie toll er sich entwickelt hat. Und er wird immer seine Macken haben, er ist, wie er ist. Aber im Grunde genommen ist es unglaublich, dass er in so kurzer Zeit so einen Riesensprung gemacht hat und so zufrieden ist. Ja. Aber nicht jedes Pferd, das eine zweite Chance bekommt, entwickelt sich dann so super wie Kato. Und auch bei Kato selbst steckt viel Zeit und Energie in der Entwicklung.
Wollt ihr aber trotzdem ein Pferd aus einer unglücklichen Situation retten, dann hat Luc Teunissen noch den ein oder anderen Tipp für euch. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit das Kaufen von Schlachtpferde, weil oft kranke Pferde verkauft werden, Pferde, die schwer verletzt sind. Und natürlich verdienen die auch ein tolles Leben, so ist es nicht. Aber die Leute, die die oft verkaufen, fragen dreimal den Fleischpreis oder verlangen eigentlich viel mehr, weil sie auf die Gefühle der Menschen einspielen und da ihr Gewinn eigentlich rausziehen, was halt leider ein Business ist. Deswegen, wenn man sich überlegt, ein Pferd vom Schlacht zu retten, mach dich da gut Gedanken, mach dich auch schlau. Wenn der sagt, okay, das ist ein Schlachtpreis, informier dich mal, was ist ein Kilo Pferd wert, ja? Dass man da auch realistisch ist und sich nicht über den Tisch ziehen lässt. Kato und Sophie hatten wirklich Glück und können jetzt gemeinsam in eine schöne Zukunft blicken. Der Kato ist ja auf Springen gezogen, bewegt sich aber auch sehr schön Dressur und das lockt einem natürlich so ein bisschen Richtung dem Sport. Und der ist ein tolles Pferd und ich bin mir sicher, der wird das auch toll machen. Aber wegen seinem Vorlauf braucht er immer so ein bisschen mehr Zeit, um sich zu gewöhnen. Ich bin mir sicher, die Sophie wird ambitioniert, freizeitmäßig wird sie da schön reiten und ich bin mir sicher, dass sie eine schöne Zeit miteinander haben. Also ich möchte mit ihm Spaß in der Freizeit haben. Ich möchte mit ihm ins Gelände gehen können. Ich möchte einfach ein solides, nettes Pferd haben, mit dem ich vernünftig reiten kann. Und wenn er es macht oder wenn er es von den Nerven her schafft, würde ich auch gerne mal mit ihm auf ein Turnier gehen oder Turnier gehen lassen, weil Reitabzeichen habe ich keins. Aber je nachdem. Also ich erwarte nichts von ihm. Ich gehe einfach mit ihm den Weg und gehe ihn so, wie er sich wohlfühlt. Und ich natürlich auch. Vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt oder spielt mit dem Gedanken, ein Pferd vom Schlachter zu retten. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut.